Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Das ist ja Folge 635. Wir sind jetzt hier dabei oder haben jetzt hier diese Abschaltung quasi gebaut. Der kann weg, den brauchen wir nicht. Ja, jetzt müssen wir nur noch mal kontrollieren, dass die auch quasi, also nicht quasi, dass das auch so funktioniert, sage ich mal so. So, wir schalten jetzt nämlich mal vorne links ein. Genau, vorne links geht an, dann geht hinten links an. Gucken wir mal gerade, da tut sich. Na doch, da tut sich was. Ja, nee, die will ich eigentlich nicht einsammeln. So, hier können wir nochmal gerade die Cobbles abbauen. So, weg damit, weg damit. Super, super. Alle und 9, 9, 9, 9, 9. 14 Moosblöcke schon eingesammelt. So, jetzt müssen wir noch, genau, schalten wir den hinten rechts ein. Dann dürfte der auch aktiviert werden. Genau, der aktiviert sich. Der ist da. Und jetzt nur noch hier vorne der. So, das sehen wir ja auch von hier. Perfekt. Die sind alle da. Was wir jetzt machen, ist, wenn wir diesen Stack rausnehmen, müsste der ausgehen, genau. Dann geht der wieder los, genau so. Und das machen wir jetzt bei jedem einmal den Test. So, der müsste jetzt gleich irgendwann aufhören und sich entspannen. Jawohl, der entspannt sich. Das heißt, der wird auch gleich wieder losgehen. So, und hier auch nochmal. So, die ist an. Das heißt, jetzt müsste gleich nichts mehr passieren. Perfekt. Hier können wir auch eigentlich die 6 rausnehmen, dass der früher ausgeht. Genau. So, genau, der müsste jetzt gleich auch ausgehen. 32, hier werden zwar ein paar mehr reingehen, genau. Genau, da kommen jetzt hier 34, 35, 36, dann geht das auch wieder an. So, und der letzte. Dann haben wir nämlich einmal alles kontrolliert. Dann können wir hier trotzdem schon mal ein paar Blöcke, genau, der geht aus. Also funktioniert alles. So, das ist auch gut. Ja, Moos können wir auch nochmal da reinschmeißen. Brauchen wir noch ein bisschen was. Das heißt, die Moos oder die Farm funktioniert. Das heißt, wir könnten eigentlich jetzt hier mal gucken, wie wir das hier wieder zubauen. Aber wir haben jetzt natürlich auch keine Erde, kein gar nichts dabei. Ja. Sortieren wir mal kurz unser. Komm, die können wir eigentlich hier rein tun. Die da rein, das weg. So, und ja, Stein. Stein ist gut. Bauen wir noch mal ein bisschen Holz ab. Das ist nicht schlecht. Ein bisschen Holz ist immer gut. So, die zwei noch. Die habe ich nicht mal mehr einen Haste-Effekt. What? Ach, weil der Beacon weg ist. Beacon weg? Weißt du was? Eigentlich müssen wir hier jetzt nur 4 Saplings. Wir fangen schon mal an. Wow. Nein, ich komme gar nicht raus. Nein, 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 nein. Hilfe, 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 Hilfe. Beacon. So. Da tun wir erstmal den Beacon holen.
Dann holen wir uns erst einmal den Beacon. Denn der Beacon ist sehr gut. Schöne ist ja, wir könnten den Beacon ein bisschen erweitern und dann ganz schnell einen Vierfach-Beacon machen, beziehungsweise jetzt auch Vierfach-Beacon. Das geht, würde ganz schnell gehen. So, endlich letzte Reihe. Endlich letzte Reihe. Das ist sehr gut. Super, super, super. Das ist gut, komm, gib her. Meinen Beacon und ich, das, ja, werden wir den auch gleich noch umsetzen, einmal erstmal, und dann müssen wir gucken. Oh, der braucht wieder so lang. So, dass wir hier keine Mob-Party haben. Hui. So, wo sind wir zu Hause? Irgendwo hier, genau. Dann können wir nämlich hier den reinschmeißen. Und ein Bett. Haben wir ein Bett dabei? Wo sind denn eigentlich unsere ganzen Betten hin? Wo sind unsere ganzen Betten hin? Dann, ja. Keine Ahnung. Betten irgendwie hier reingekommen? Nö. Nö. Wir haben noch 14 Beacon hier. Naja, gut, dann einmal hier hoch. Hallo. Wo bin ich denn dagegen gesprungen? Und dann, ja, bauen wir den eigentlich. Eigentlich ist das Wurst. Wir bauen den einfach mal hier hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben, acht, neun, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, und das jetzt alles zum Quadrat ausfüllen. Also nur mal die eine Fläche. Gut, der kann ausbleiben. Der kann bleiben. Das sind nämlich schon mal 81 Stück, die wir hier hinsetzen müssen. Das sind schon mal 81 Stück. Und das sind 7 mal 7, das sind 49. Super, super, super. So, 14. Da, hier habe ich eine Reihe vergessen, ich wollte schon sagen. So, jetzt brauchen wir nur noch einmal den Beaconator und wir brauchen ein Eisen. Ach, der. Warte, warte, was? Oder haben wir den jetzt von da hinten? Den Effekt, das ist jetzt die Frage. Aber gut. Das lösen wir am besten, indem wir hier gleich gucken, wenn wir hier gleich keinen Effekt mehr haben. Das wäre natürlich nice. Wenn wir hier hinten noch den Beacon-Effekt hätten. Aber bis jetzt, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ne, der Beacon, der hat nichts gespeichert. Okay, schade, hätte ja sein können. Eisen, 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 Eisen.
So, ein Eisen. Und dann können wir gerade noch zum Beacon fliegen. Dann aktivieren wir den noch. Hallo? So, wir aktivieren den Beacon mit Haste 2. So, jetzt haben wir wieder Haste. Wunderbar. Buch wieder an. Und dann nehmen wir den noch mit. Den nehmen wir noch mit. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lass auch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis dann. Ciao, Leute.